haben. Näher. Da war nichts. Doch, doch, da war was. Bin mir ziemlich sicher. Komm her, mein kleiner Spatz. Ah, da ist ein Körderfreak. Ah, Deckung wechseln. Ja, jetzt komm du noch. Ja, ist alles okay. Ich werde dir nichts tun. Du wirst nichts zu befürchten haben. Außer deinen Tod. Ich hoffe, das hat die Aufnahme jetzt weit gut angegeben. Ich bin gerade mit dem Mikrofon rum, tut mir leid. Ansonsten dürfte aber jetzt gerade niemand mehr hier sein, eigentlich. Das ist Tor. Dabei ein mieses Gefühl dabei. Kumpel, ist ja nicht so, als würden wir dabei erwischt, wie wir Fernseher verschieben oder sowas. Na nein, die schnappen uns nur beim Schmuggeln von Medikamenten, die wir der verdammten Wohlfahrt geklaut haben. Und nicht nur das, wir verkloppen sie auch noch an die verfluchten Roten auf Kuba. Hast du plötzlich ein... So, Sache erledigt. Auf zum Tor. Bude gecleant. Ich glaube, das muss ich durchfahren. Okay. Mach ich. Natürlich brechen wir das wieder ein. Ich hoffe, das wird jetzt einfacher wie erwartet. Wo sollen wir jetzt hinfahren? Conny, einer von Vitos Jungs, will sein... will seinen Boss helfen, einen Teil der Stadt zurückzuerobern. Was ist das? Jock fällt der Schwerthilfe zu Ron, aber seine... Achso, okay. Müssen wir nach rechts. Ich kann eigentlich kurz die Perspektive wechseln, das war auf 5. So, fahren wir den Bus hier, mit dem Bus, mit dem LKW hier mal. Fahren wir LKW, ne? So, machen wir Streifenwechsel, Rechtsfahrgebot. Müssen wir einhalten, weil sonst wäre es eigentlich ein doof ein kleines bisschen. Aber ich finde die Innenperspektive eigentlich relativ so angenehm, das ist okay. So, Fallbremse. Jo. Und jetzt rum. Mit der Lady. Oi. Oi. War ein bisschen eng. Aber wie sauber wir die weggenatzt haben, ging es zum letzten Mal. So, abgeliefert. Zip, rüber hier. Ach, das war das billige Truck, der eh nichts kann, ne? Hey, ich hab die Ware. Was geht? Nee. Ich will jetzt ja noch an Aufträge kaputt gehen. Zu Vater James. Ach so, wo ist der? Wo waren denn nochmal? Wer ist Vater James? Wer hat mir das denn angezeigt? Au! Ich weiß, danke. Vita Skeletter, ja, okay. Wo ist Vater James? Tankstelle, das ist noch zu Hause. Ach, war der nicht da oben? Vater James, genau. Fahren wir da hin. Yo, sorry, pass doch auf, Mann. Ich bin LKW. Bring mein LKW zu Vater James. Okay. Achtung, Tube. Jeha! Was geht bei denen? So, dann jetzt da lang. Ja, Schnauze. Wow, der LKW geht aber gut. Geht gut, aber der ist gut soweit. Aber ja, schon sich ordentlich. Wackelt ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen angesperrt. Oh, da haben wir ein Playboy-Magazin.
Kann ich mir das kurz holen? Geht es? Hm? Hallo? Du willst dich nicht mit mir anlegen, Alter. Nein, ich geh doch schon. Weiß gar nicht, was der hat. So, perfekt. Playboy. So, Officer, ich geh dann wieder, ne? Halt, halt. Jetzt häng ich hier. Klappt. Okay, doch grad. Du solltest dich lieber verpissen. Boah, du bist doch ein Rassist, du blöde Sau. Nennt er mich einfach Neger? So ein Arsch. Tschüss. Dann halt nicht so kritisch, Schwein. Ich werde jetzt meinen Weg weiterfahren, Lippetiti Arschloch. Eieiei, ich hab grün meine Pferde berot. So ein Schwein, du. Also, die können nicht auf Verkehrsregeln achten, ne? Also, das bemängle ich jetzt stark, dass immer die auf Verkehrsregeln achten. Bei mir ist ja was anderes. Willst du mich jetzt verarschen? Meine Fresse, warum setzt du da einen dauernden Wegpunkt hin zu dem Penner? Will ich doch gar nicht. Oh, meine Herren, du. Ich will gerade auch zurückfahren, so bin ich aufgepasst. Ach. Ja, die tun doch eh nichts, sind doch eh handsam, die Polizisten. So, dann biegen wir halt nochmal ab. Hör ich mal so ein bisschen länger. So. Wow, geht geil. Geht gut quer, das Fahrzeug. Ja, beschleunigt zwar nicht ganz so prickelnd, aber hey, ist ein LKW, mein, der ist ja beladen und so, ne? Stopp. Ja, hab ich gelesen. Bisschen hektisch hier mit der Kamera. Bringe ihn zu Vater James und zerstöre ihn. Wenn's nichts wird, mach ihn kaputt, mein. Ist doch ein Käse grad. Das finde ich jetzt doof. Ich will ihn zu Vater James aber bringen. Kann bestimmt was mit anfangen. Sie haben ihm Medikamente. Hallo? Den Arm geben. Zum Mitbürgern. Dann werden sie auch mal ein bisschen an die denken. Oh, ich glaube, jetzt gewittert's. Aber schön, dass wir keinen Scheibenwischer brauchen, finde ich echt toll. Jetzt wird's neblig hier. Nee, 75, ja, komm, mein kleiner LRW, ja, komm. Erzähl doch mal, Alter. Ah, nein, uiuiui, jetzt geht's gleich ab. Achtung. Ich hoffe, wir müssen gleich abbiegen. Oh, oh, doch, sieht schlecht aus, der muss gleich rechts. Machen wir's mal geradeaus. Oh, oh, weiter bestimmt Bremsweg. Hey. Hey, bitte nichts rüberfahren. Danke. Ja, da unten müssen wir rechts. Puh, aber ich finde es witzig, dass im Rückspiegel die Sonne scheint. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wenn das schöne Bugfix-Update rauskommt. Ah, da drauf. Okay. Was ist das? Erste-Hilfe-Kram, Antibiotika, Bandagen und so weiter. Dachte, du könntest das gebrauchen. Ich will wahrscheinlich lieber nicht wissen, wo das her ist. Frag nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Na dann. Ich kenne ein paar Leute, die den Kram brauchen können. Ich nehm's dir ab. Ich nehm's dir ab wie so ein Boss, Alter, so ein Gangster-Boss und vertickt's dann die armen Leute, so richtig teuer. 8000. Läuft. Komm mal rein. Ja, ich weiß, mach ich auch gerade. Da drüben ist noch irgendwas, pass mal auf, Obi. Hä? Unter uns? Hä? Hä? Haben wir hier eine Kanalisation? Was geht? Ist Herr Donovan. Du vertraust ihm und ich weiß, ihr beiden habt eine Menge durchgemacht, aber er gefällt mir nicht. Seine Augen, die sind nicht ehrlich. Sehe ich auch so. Ja, ist auf Y. Ne, auf C kann ich wechseln. C war das, ne? Jetzt wieder vor, wenn ich andere Granaten hätte. Achso, ich muss wahrscheinlich aus dem Haus hier raus. Das geht ja nicht. Ne, wo war denn das? Doch auf C. C und Y, okay. Ja, ich will Mollys. Ah, wir haben hier einen neuen Fahrsatz. Sehr schön.
Warum markiert er mir das? Ich will das doch gar nicht machen. Dann brechen die andere Mission ab. Das möchte ich nicht. Ich möchte erstmal noch die andere Mission machen hier, du. Meine Fresse, Spiel. Echt? Ich setze die Prioritäten, was ich hier spielen möchte. Welche Mission? Wir könnten aber erst noch mal fahren, ich gerade hin. Wir fahren weiter in die Pampa rein. Ui, wir dürfen ja nicht sterben, du. Dann sind wir da echt ein Problem, ne? Hui! Yeah! Hallo, LKW! Ging noch. Haben nur ein bisschen so als Polsterpuffer gebraucht. Näp, näp, näp. Wobei ist ein Verteilerkasten, den kann man machen. All die Fresse. Jetzt keinen Stress geben. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Okay, ich gehe. Hey! Bist du tot? Keine verdammte Bewegung. Machen wir eigentlich anders. Pass doch auf! Schluss mit den Spielchen! Nachschlag gefällig! Au! Du Penner, ich habe ja gar nichts gemacht! Aua! Ja, jetzt bin ich wieder schuld, weil der angefangen hat. Ich habe mich nur gewehrt. Aber ich bin wahrscheinlich der Schwarze. Schicken Sie ein paar Einheiten hier rüber. Zentrale an alle Einheiten. Oh, ich habe einen Platten. Flap, 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 flap. Tötungsdelikt. Ja, hallo, ich muss mich irgendwie verteidigen. Will mich umbringen. Scheiß Auto. Weg mit dir. Echt. Bumm. Ja, Autoentsorgung auf die moderne Art, das war halt früher so. Kommt damit klar, du lebst. Geil! Kein Regen. Oder hier statt irgendwie das Wasser. Was weiß ich, sieht auf jeden Fall komisch aus. Na, Baby, was geht? Wenn du abhaust, versuchst du mit der Hintertür. Okay. Müssen wir die jetzt knacken, oder? Nein. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich hab schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Bennys Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nämlich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Lederhund. Kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Ich muss Brock überzeugen, dass ich es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straße, vollführe waghalsige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist. Du und ich, wir machen jetzt eine kleine Spritztour. Was okay. Glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Ach, da war schon ein Sprung, schade. Zieht sich mir doch glatt der Schließmuskel zusammen. Oh, okay. Komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Willst du mir hier nochmal lang fahren?
irgendwelche Stunts vollführen und so Sachen. Gut, Geschichte zu schildern. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung über dich, du hässlicher Vogel. Oh fuck. Geht's denn nicht durch? Scheiße. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Halt mal da, jetzt lang ist mir egal. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Das gibt's doch nicht. Die Lenkung gerade, die kommen ja nirgends vorbei, du. Meine Fresse. So, jetzt nochmal hier. Los geht's. Sag Bescheid, wenn du genug hast. Du machst mich richtig geil, Tierpappe. So, weiter geht's. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Haha. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Ja, sehr schön. Ich sehe leider nicht, ob man davon irgendwo springen kann oder so. Doch, meine hier. Meine Mutter hat mehr Leder im Schnitt als so ein Typ wie du. Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Das war sehr, sehr komisch. Oh, da sind ein Heftchen, cool. Oder irgendwas anderes. So, was? Das macht hier nichts aus? So. Leg mal eine Pause ein, bevor die Bullen scharf auf uns werden. Halt, jo, wir haben es geschafft. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Komm mal hier im Laden vorbei, dann reden wir über das Geschäft. Okay. Ja, ich kann mich kurz die Auto leihen. Danke. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Ich hätte es ein bisschen actionreicher gemacht, das war jetzt nicht ganz so toll, ich weiß, tut mir leid. Ach Mann, das war doof irgendwie. Ich hätte es mir besser vorgestellt. Okay, wir sollen jetzt auf jeden Fall zu ihm in den Laden. Vor allem, wartet mal, wo sind wir jetzt eigentlich gerade da? Ich glaube, wir können das noch gar nicht richtig machen. Was ist das? Vater James Ballard, okay, das war ja der. Vicious Bunny kriegt eine Anweisung. Joke fällt es schwer, dir zu vertrauen. Machen wir mal das mit dem Joke, oder? Bis jetzt die Feuerfahrer mal kurz sein, bringen unser Geld weg. Hier nämlich. Da noch ein paar Meter zu fahren. Als Abwechslung. Jeha! Ach ja, jetzt. Wenn du abhaust, abgeschlossen. Ach, jetzt ist er aufgetaucht wahrscheinlich, oder? Ach man, hör doch auf, mir andauernd meine Wegpunkte zu versauen, du blödes Ding. Ich will das machen. Ich will erstmal heim. Eins nach dem anderen jetzt. Meine Fresse, du. Außerdem finde ich ein schöneres Auto, wir wechseln natürlich dann, wenn, also ein schnelleres auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen vorwärts kommen hier. So, da vorne links, ne? Sehr schön, dann da vorne die nächste rechts. Sehr schön. Dann die nächste da oben wieder links. Ah, Autobahn fahren wir jetzt. Ah, sehr schön. Dann können wir ein bisschen ja unsere Zeit genießen und mal drüber nachdenken, was wir zusammen tun könnten. Mit 45 Meilen, du meine... Falsch. Meine Fresse. Hallo? Was war denn da jetzt los? Ach, weil ich Tab gedrückt hatte, hat kein Gas mehr gegeben. Und das Wetter nervt gerade ein bisschen. Aber interessant, dass wir Brock jetzt doch noch überreden konnten mit diversen Styles. Aber trotzdem, dass wir Menschen umgefahren haben, dass ihn das nicht beeindruckt hat, fand ich da ein bisschen hart. Das hätte mich eigentlich gefreut, wenn es mit reinzählen würde. Aber naja. Erstmal heim, Kohle abgeben und dann eine Mission nach der anderen machen und dann zum Schluss die eine, wo man halt dann, wo alles andere abgebrochen wird. Böses Spiel. Mit noch einen Haufen noch gut machen hier. Vor allem noch ein bisschen Geschäfte machen, gucken, dass ein bisschen Kohle reinkommt. So, die letzten paar Meter kommen wir laufen. Hui! Wie billig das einfach stellenweise nur noch ist. 1700 Meter, au! Oh. Mein Fehler.
Mein Fehler, ich dachte, wir sind 170. Aber dafür haben wir ein schnelleres Auto jetzt. Sorry. Ja, heiz mir hier mal durch jetzt. So, komm. Speed, 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 speed. Zeuge ruft die Polizei. Ja, wie sieht da alles? Scheiß drauf. Ja, 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 ja. Das bockt die Polizei doch eh Scheiß. Bis die da sind, sind wir schon längst um alle Berge. Mann, Mann. Langweilige Polizei. Echt. Vor allem rassistische Polizei ist ja schlimmer wie in, wie in Mafia 2. Da waren wir auch in den USA drüben. Aber jetzt gerade zur Zeit geht echt. Okay, wir waren nicht schwarz, wir waren Italiener. Zwei Italiener, aber nicht schwarz. Ja, 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 läuft. Ganz gut bleiben, Auto. Dankeschön. Da ist nichts mit uns. Sehr gut. Ja, 105 Meilen ist okay. So, jetzt bremst nochmal. So, dann können wir hier parken. So, sehr schön. Ja, ein bisschen Radio haben wir gerade gehört, habe ich mitbekommen. Aber das macht zum Glück dann auf YouTube nichts aus, weil www. Das ist manchmal echt schlimm. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil an dem Netzwerk. Dass ich ein bisschen vorne, dass ich pushen können und dass ich mit sowas kein Problem habe. Aber ansonsten, weiß nicht. So, erstmal Geld hier ablegen. Hallo. Ja. Nur 10.000? Hatten wir nicht mal mehr? Ja, gut, wir sind mal gestorben. Aber ach so, warte mal, wir müssen ja. Daraus, da steht das Auto jetzt, ne? Ja, da hat irgendein Arsch das Umpark durch. Dreht durch. So. Was jetzt? Da suchen uns die Bullerei. Zu dem müssen wir noch hoch. Dann machen wir den Auftrag. Gehen wir chronologisch mal durch ein bisschen. Dann machen wir das oben im Burg. Map. Habe ich halt gesehen, was ich gesehen habe, was es ist? Ja, das ist er, das ist er, das ist er, das ist er, will haben. Schnell, schnell, hey, 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 ich brauch dein Auto. Das tut mir wirklich leid. Ja, mir auch. Jetzt komm schon, hopp, mach hinne. Jeeha! Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir Spaß mit dem Autowagen, du. Ja, Schnauze, ich darf das. Ich kann auch hupen hier. Der kam bestimmt wenigstens mal ordentlich. Ein bisschen rumdriften, ein bisschen rumgrüßen. Ui, das wird Spaß machen. Ui, 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 ui. So. Näp, näp, näp. Jetzt müssen wir noch geradeaus. Wow, jetzt wird er auch scharf langsam. Was? 110 Meilen? Ernsthaft? So langsam? Bremsen! Wow, 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 also mit Fahrerflucht haben wir es aber so nicht drauf, Boogie. Das müssen wir ein bisschen üben, du. Ist die Polizei einfach nicht Bock, genau vor den. Fährst mal an denen vorbei und dann sowas. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ja, ja. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Du machst dir zu viele Sorgen. Was die immer für Themen haben, manchmal echt interessant. Ah, guck, das ist ein Elektroteil, das wollte ich noch kurz. Jetzt gehen wir da rein. Klopfen mal an. Hallo. Man kann sich auf dich verlassen. Ja, glaub schon. Was geht? Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jacques Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und du schaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Toretto's Leuten rauskriege.
Okay. Greco hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Yo. Toretto's Geldeintreiber bringen Gewerkschaftsbeiträge in einen geheimen Unterschlupf. Folge ihnen, zum Toretto's Geld zu. Folge ihnen, um Toretto's Geld zu stehlen. Okay. Gallo hatte alle Hände voll zu tun mit aufmüpfigen Gewerkschaftsmitgliedern, aber man munkelt, in einem Wohnwagen in der Nähe soll etwas aufbewahrt werden, womit man Toretto schaden könnte. Ah ja. Diesen Wohnwagen voller Arbeitserlaubnisscheine abzufangen wird Toretto in jeder erdenklichen Hinsicht fertig machen. Ist ein Risiko, aber hey, komm. 2, 1, Risiko. Mafia 3. Ich hab gerade überlegt, wie der Text weitergeht, ich hab's vergessen. Wo steht mein Auto? Da steht mein Auto. Ja. Lässt sich ändern, Digga. Schöne Arbeit. 216 Meter. Dann geht's ab. Jo. Sehr schön. Ach so, dachte gerade so, hä, was? Ist noch gar nicht da. Oh, wir stellen mal das Auto kurz woanders hin. Das wird aber richtig hässlich. Kann ich da irgendwie rein? Nein. Oh Gott, wie machen wir das? Okay, Haupteingang ist eine scheiße Idee. Wir gehen hinten rum. Wir gehen hinten rum. Nächste rechts. Ja, ich sehe schon ganz ehrlich, dass ein Auto parkt, du Vollhorst. So, mal kurz die Markierung mal weg. Da sind die Wachposten und alles, okay. Da drüben ist unser Ziel. Müssen wir die aufbrechen? Die können wir gar nicht aufbrechen. Alter, echt jetzt? Wachposten, Eingang. Scheiße, meine Hunde bellen. Bei deinen Quadratlatschen. Wundert mich das gar nicht. Ja, komm. Zack, jetzt so. Nächstes muss definitiv der Wachposten werden, aber das ist jetzt da drin. Bewegt sich weg. Ist ja eigentlich nicht eine Schallgedämpfte? Ich meine, die hat einen Schalldämpfer drauf. Okay. Das mit Schallgedämpf nehme ich gerade zurück. Fuck, wo ist der? Ist das unser Mann? Okay, oder vielleicht auch schallgedämpft. Die Ring 2 ist mit, wir wissen nicht, wo es herkommt. Doch, es ist geil. Ich liebe die Waffe. Uhaha. Drüben ist noch ein Wachposten, den würde ich auch gerne mitnehmen. Kommt der raus? Ich glaube, ja. Ja, und ihr wisst immer, wo ich bin. Ich ist geil. Also, ich find's geil. Ihr vielleicht nicht, aber. Es gibt ja ein Überraschungsgeschenk. Nichts. Vielleicht da drüben. Scheiße! Geil!
packt da fest. Wo ist das Geld hin? Ich habe einen Alligator, der liebt schwarzes Fleisch. Was willst du wissen, dass ich schwarz bin, Mann? Du Hacker, du scheiß Wallhacker. Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat.